Mitte Januar, ziemlich kalt und der Garten schaut ziemlich trostlos aus und man glaubt sozusagen, man könnte im Garten nichts machen. Man holt sich für gewöhnlich die Arbeit immer in den eigenen Garten und es gibt auch im Januar einiges zu tun. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt und heute nehme ich mal ein bisschen mit in den Garten, was es alles zu tun gibt. Und das da, die Tannenzweige, damit fange ich auch gleich an. Bei eBay Kleinanzeigen habe ich eine Anzeige erstellt, dass ich halt die Weihnachtsbäume von den Leuten mitnehme. Und auch von den Nachbarn bin ich überall rumgelaufen und wollte ihre Tannenbäume. Die Zweige, die nehme ich jetzt einfach als zum Mulchen. Da zum Beispiel bei dem Lavendel im Vorgarten, da wo sowieso alles mit Rindenmulch abgemulcht wird und die ganzen Sträucher, die ich sowieso nicht haben möchte, aber meine Eltern haben sie halt hier. Und die kann man auch gut zum Mulchen von Johannisbeeren und Himbeeren nehmen. Dafür nutze ich die. Und dann zeige ich noch im Garten weitere Stellen, wo ich die auch gerne benutze. Einfach auch so zur Abdeckung. Und die Stämme, die nutze ich dann auch als Totholzhecke, aber dazu noch später mehr. Jetzt fangen wir erstmal an mit dem Mulchen von den Flächen, beziehungsweise wo ich die Tannen hinlegen werde. So, hier jetzt im Vorgarten, wo der Lavendel und die Rose wachsen, habe ich jetzt ein bisschen als Mulch und zur Abdeckung die Zweige hingelegt. Was ich dann auch entdeckt habe, ist diesen kleinen Pilz hier. Der wächst jetzt hier auf. Keine Ahnung, was das für ein Pilz ist. Wenn ihr das wisst, könnt ihr es mal gerne in die Kommentare schreiben. Aber jedenfalls wächst auch hier, wenn wir weitergehen, neben der Hauszwetschge. Da ist jetzt Holzhäcksel und alles mit dabei. Das sind halt einfach solche Bäume und Sträuche wie Rhododendron, der ist hier vorne. Die mögen halt solchen torfhaltigen Boden, also so einen säurenhaltigen. Und diese Fichten und Tannenzweige, die bilden halt mehr einen säurehaltigen Boden, soweit ich weiß. Also das tut denen halt ein bisschen gut. Und deswegen habe ich dir jetzt einfach mal überall die Äste auch zum Mulchen hingelegt. Dient natürlich auch als Bodenschutz, weil diese Zweige, die schützen natürlich auch von einem gewissen Grad vor Frost. Deswegen habe ich die auch überall in den Beeten ein bisschen verteilt. Auch in den normalen Beeten, die werde ich dann auch später entfernen natürlich. Aber was ich auch mit den Tannenzweigen gemacht habe, ist halt hier zum Beispiel so Totholzhaufen abgedeckt. Also hier habe ich nochmal einen kleinen Haufen angelegt, bei dem, ich glaube, das ist ein unechter Lorbeer, so ein Zierlorbeer. Und wenn ich dann so weitergehe, da hinten am Komposthaufen, direkt neben dem Kasten, da sind auch ein paar Tannenbäume, gehe ich aber jetzt nicht hin, weil es ein bisschen rutschig ist. Der Kompost ist hier auch jetzt zugefroren. Aber ich habe dann überall wirklich, bei den ganzen Totholzhecken habe ich da auch noch mal so ein paar Tannenzweige hingelegt. Und hier, da habe ich schon mal den Hauptstamm vom Christbaum. Da möchte ich jetzt hier eine Totholzhecke aufbauen. Und habe dann auch noch das entsprechende Material von jemandem auf eBay Kleinanzeigen nochmal bekommen. Hat einen Rückschnitt in seinem Garten von seinen Hecken und Bäumen gehabt. Und das hat er mir dann vor Ort gleich hierher gebracht. Und dann gehen wir jetzt gleich schnell zur Wildblumenwiese, denn dort liegt das ganze Material. Machen wir mal hier einen kleinen spontanen Halt bei meinem eigenen Christbaum hier draußen. Ist ein echter Wacholder, den ich vor 3 oder 4 Jahren reingesetzt habe.
gefällt mir viel besser, sich so einen Nadelbaum einfach in den Garten reinzusetzen und ja, den vielleicht zu schmücken. Und da hat man sozusagen jedes Jahr seinen Weihnachtsbaum, den man nicht unbedingt immer fällen muss. Muss ja nicht unbedingt immer eine Tanne sein. Man kann sich auch eine Lärche zum Beispiel anschaffen. Hat auch was. Jedenfalls bin ich ja nicht so der Fan von der weihnachtlichen Zeit und von der Bescherung. Allerdings muss ich sagen, dass ich bei den Garten-YouTuber-Adventskalender ja auch mitgemacht habe, weil ich halt diesen Sinn dahinter, das Saatgut weitergeben zum Beispiel, recht cool finde. Und jetzt habe ich auch was gewonnen bei einem Garten-YouTuber, beim Selbstversorger-Rigotti. Finde ich irgendwie cool. Und das Paket möchte ich mit euch jetzt einfach mal öffnen und schauen, was ich eigentlich gewonnen habe. Alles klar, Messer ist besorgt. Hier ist das kleine Paketchen. Und dann mal schauen, was drin ist. Grundsätzlich weiß ich ja, was ich gewonnen habe. Habe ich ja im Video dann mitbekommen. Aber das war jetzt schon recht lustig, weil das Video, wo die Auslosung preisgegeben worden ist, wer alles gewonnen hat, das habe ich zwar gesehen, dass es hochgeladen worden ist, aber weil ich so viel zu tun hatte, die letzten Zeit im Garten und auch noch nach der Organisation von der neuen Fläche, damit ich halt das Permakulturprojekt auch etwas größer gestalten kann. Könnt ihr auch gerne auf der Crowdfunding-Kampagne, die ich hochgeladen habe, euch ein bisschen informieren. Da habe ich noch weitere Details, was meine Vision alles so ist. Jedenfalls habe ich das dann ganz verplant, das nochmal nachzuschauen. Und dann habe ich das über die Community-Beiträge, hat dann der Flo das nochmal gesagt, gezeigt, dass nicht alle Gewinne abgeholt worden sind. Und ja, das ist halt ja, mein Gewinn noch aussteht. Jedenfalls hier viel Verpackung, Zeitungspapier, und ich habe zum Spaß einfach sein Handy gewonnen. Sein altes Gartenhandy hat er sozusagen, Samsung. Hier auch nochmal, also hier ist das Handy, das alte Handy von mir. Meins ist ein bisschen zerkratzt, deswegen naja, mal schauen, wie das so ist. Hier geht es nicht so viel Wert auf die Technik, ist einfach mehr so ein Nutzen für mich für WhatsApp und Telegram, einfach zum Austauschen. Wenn ich im Garten oder sonst irgendwo unterwegs bin, habe ich das nie dabei. Aber hier nochmal eine schöne Grußkarte vom Flo, Selbstversorger Rigotti, dass es auch wirklich von ihm ist. Also jedenfalls danke nochmal für das Präsent und für deine Videos, Flo. Also sind sehr unterhaltsam und einiges lerne ich da auch mal mit dazu. Und das ist das, was ich jetzt so gewonnen habe. Nice to have oder einfach etwas Schönes, freut mich sehr, und jetzt geht's weiter mit dem Garten. So, genau hinter mir liegt das ganze Material. Das sind jetzt solche zwei großen Säcke voller Laub. Die will ich dann nutzen, um meine Hochbeete zu füllen. Das zeige ich euch dann später auch noch. Und hier auf meiner linken Seite der ganze Totholzhaufen, den ich jetzt einfach rüberbringen werde, wahrscheinlich mit der Hand. Und was ich euch sehr empfehlen kann, sind solche Handschuhe, das sind so Fäustlinge. Das heißt, wenn ich im Garten etwas machen möchte, etwas mit den Fingern präzise machen soll, kann ich das ausziehen. Und sonst kann ich dann, wenn mir etwas kälter ist, die Fäustlinge so zusammenziehen. Ist viel praktischer, weil bei den herkömmlichen Handschuhen muss halt der Finger bzw. der Körper den ganzen Finger wärmen. So sind sie dann zusammen und wärmen sich sozusagen in den Zwischenräumen besser bzw. schneller. Mir wird weniger kalt, weil ich weniger Energie für die Wärme benötige, und ich muss wirklich sagen, Fäustlinge sind besser. Schauen zwar ein bisschen komisch aus, aber ja, sind einfach klasse. Und die hat mir mein Vater mir empfohlen, als wir im Garten tätig sind, und dann hat er das Beispiel mit der Armee gebracht, also dass die russischen Leute, die in der Armee sind, halt auch solche Handschuhe haben. Und die haben halt dann die Fäustlinge so getragen, dass du mit dem einen Finger schießen kannst und mit dem Daumen sozusagen ja, das Gewehr halten kannst. Aber ich fand halt den Vergleich recht cool, und ich finde eigentlich, das, was mir an der Armee so gefällt, sind die ganzen Disziplin, Durchhaltevermögen und die ganze körperliche Belastung. Das Ziel dahinter, das muss nicht unbedingt sein, aber der Rest, diese Kameradschaft, die ist klasse. Also jetzt machen wir erstmal weiter, bauen wir die Totholzhecke auf und dann erkläre ich noch später, wozu die eigentlich gut ist.
Hinter mir könnt ihr jetzt sehen, dass ich die Totholzhecke so aufgeschichtet habe zwischen den beiden Hochbeeten. Und das ist wirklich eine super Oase für Nützlinge, für Insekten und andere Lebewesen, die euch helfen, im Garten für ein Gleichgewicht zu sorgen. Da habt ihr auch weniger Probleme mit anderen Schädlingen, weil sich ja immer mehr Insekten und andere Tiere ansiedeln. Und ja, je mehr Tiere und Insekten da sind, desto höher ist auch das Gleichgewicht, weil jedes Insekt und jedes Tier hat eine bestimmte Pflanze oder beziehungsweise bestimmte Nahrungsquellen, auf die sich spezialisieren. Und wenn man so ein Element mit einbaut, dann siedeln sich viele verschiedene Insekten an und die regulieren das sozusagen auch ein bisschen. Was ich auch mit dem Holz gemacht habe, ist ein Teil gehäckselt. Einerseits auch für den Mulch nutze ich das, was auch immer sehr lustig ist. Also die Leute, die schneiden sowas zurück, also ihre Hecken und Bäume, haben diesen wunderbaren Astschnitt. Und gestern zum Beispiel kam bei uns von den Landkreisbetrieben die ganzen Gebühren, was man eigentlich zahlen muss für Holzreste und ja, ganzes Zeug, was man zum Beispiel auf den Wertstoffhof bringt, was man da eigentlich für ganze Gebühren zahlen muss. Und das nehmen die Leute in Kauf, also die schneiden ihre Hecken zurück, bringen dann zum Beispiel das ganze Holz und die Rückschnitte zum Wertstoffhof, zahlen dafür, dass der Wertstoffhof das annimmt. Die machen jetzt dann daraus zum Beispiel Kompost, verkaufen dann auch den Kompost. Den Kompost habe ich mir jetzt auch zum Beispiel geholt von mir in den Landkreisbetrieben, habe ich zu den Hochbeeten geführt, zeige ich euch gleich. Aber jedenfalls tun dann die Leute diesen Kompost zum Beispiel dann kaufen, anstatt selber einen Kompost herzustellen. Und die Leute kaufen dann Rindenmulch, um damit ihre Beerensträucher oder Bäume zu pflanzen, damit das Beikraut nicht hochkommt, anstelle die ganzen Hecken selbst zurückzuschneiden, sich selbst einen Häcksler zu holen oder jemanden treffen, der einen Häcksler hat und den sich kurz ausleihen, das häckseln und dann einfach mulchen, spart man jede Menge Geld und ist auch viel sinnvoller, als sich den Rindenmulch zu holen, weil da weiß man auch letztlich nicht, was da für chemische Sachen mit dabei sind. Jedenfalls habe ich auch einen Teil gehäckselt. Das zeige ich euch auch gleich später, was ich mit dem Gehäckselten gemacht habe. Aber jetzt erstmal zu den Hochbeeten, weil die habe ich natürlich auch alle aufgefüllt bei mir. So, das sind jetzt zwei Hochbeete, die ihr sehen könnt. Die zwei daneben, die habe ich genauso aufgefüllt wie die hier. Hier habe ich einfach Bokashi eingearbeitet und den Kompost von den Kompostwerken, den ich mir abgeholt habe. Da habe ich, glaube ich, für 20 Säcke, also 20, 70 Liter Säcke, wie man zum Beispiel von der Raiffeisen kennt, habe ich dafür nur 10 Euro bezahlt. Und das habe ich da alles jetzt mit eingearbeitet, auch ein bisschen Mutterboden von hier im Garten mit rein. Weil wir die Buchs entfernt haben, haben wir noch ein bisschen Erde übrig gehabt. Das habe ich jetzt alles mit Laub nochmal abgedeckt. Und das Gute an dieser Erde ist, die ist erstens biologisch zertifiziert. Also das heißt, die bei mir in den Kompostwerken, die schauen da nochmal wirklich nach, dass die Erde 1A ist. Also ohne zu krassen chemischen Belastungen oder da, was da nicht hingehört, das soll auch da wirklich nicht rein. Und die Wahl ist ein bisschen schwärzlich, wie ihr hier sehen könnt. Da sind auch ein paar Holzreste, also die ist nicht ganz durchverrottet, was ich sehr gut finde, weil als ich die auch noch mal ein bisschen mit der Schaufel und dem Sack ja aufgefüllt habe, da habe ich auch gemerkt, dass die heiß geworden ist. Das heißt, da sind noch ein paar Mikroorganismen da und das ist mir halt wirklich wichtig, dass der Kompost Leben hat und ein Mittel verkompostierter Kompost, der ist am besten, weil der am meisten Lebewesen hat. Hier kann man es auch jetzt noch mal zum Beispiel ganz gut sehen, dass der ein bisschen schwarz ist und ein paar Holzreste mit dabei hat. Also der wird noch ein bisschen verrotten und das ist für mich ja noch mal ein gutes Zeichen für Leben. Und das habe ich jetzt schon gemacht, damit ich im Februar und im März schon mal meine ersten Kulturen hier auspflanzen kann. An diesem Punkt, wenn dir das Video gefällt, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne natürlich auch über ein kostenloses Abo. Wenn du noch dabei auf die Glocke drückst, wirst du immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und natürlich freue ich mich auch
über Empfehlungen an Freunden, Bekannten und Familie. Jetzt sind wir hier bei meiner Feuerstelle und mit den Holzhäckseln habe ich jetzt zum Beispiel meine eigene Pflanzenkohle hergestellt in dem tragbaren Kontiki sozusagen. Das ist eine Feuerschale, die ich geschenkt bekommen habe von jemandem. Und deshalb bin ich auch in dem Video, wie ich meine eigene Pflanzenkohle hergestellt habe, wie ich die gemacht, wie ich sie auch herstelle, verlinke ich euch oben in der Infokarte. Und da habe ich jetzt auch einen Teil von diesen Holzhäckseln genommen und die auch hier im Pyrolyseverfahren verbrannt. Und jetzt werde ich einfach die Pflanzenkohle in einen Behälter reingeben. Ein paar von denen, ein paar Stücke sind nicht ganz durchgebrannt. Die werde ich dann beim nächsten Durchgang, wenn ich dann mal neue Pflanzenkohle herstelle, nochmal verbrennen, nochmal einlegen. Und so schaut die jetzt ungefähr aus, die Pflanzenkohle. Werde ich dann nochmal mit dem Hammer jetzt einfach auch klein schlagen. So, jetzt ausgestattet mit einem Eimer, um die nicht verbrannten Stücke nochmal zu separieren. Also hier habe ich jetzt noch mal einen gefunden. Hier ist noch mal. Okay, den werde ich noch ein bisschen klein schlagen. Aber jedenfalls werde ich jetzt hier einfach mit dem Hammer durchgehen und die Kohle ein bisschen kleiner machen. Aber jedenfalls, je feinkrümeliger die Kohle ist, beziehungsweise je kleiner, desto größer ist die Oberfläche natürlich und dann können sich noch mal besser Mikroorganismen in die Kohle sich ansiedeln. Und das ist so ziemlich der Zweck, warum ich die Pflanzenkohle mache, damit die sich mit Mikroorganismen vollsaugen kann, beziehungsweise dass sie da leben können und die nach und nach an die Pflanzen weitergeben. Denn ich habe bei Hervé Pommeresche, ich habe mal sein Buch gelesen und der hat stellt die Theorie auf, dass die Pflanzen über ihre Pflanzenwurzeln sich von den Mikroorganismen ernähren, beziehungsweise diese aufnehmen und in Symbiose gehen, was für mich eigentlich auch sehr stimmig ist und ich das ja in der Praxis schon so oder so seit den 2 Jahren mache. Und ja, das ist eine schöne Tätigkeit auch, wie ich finde, die Pflanzenkohle einfach mal so klein zu machen. Ist einiges doch nicht so verbrannt, wie ich dachte. Alles ein bisschen hart. Aber wichtig ist auch bei der Pflanzenkohle, dass ich habe die jetzt zum Beispiel komplett mit meinem eigenen Urin gelöscht. Das hat gereicht, das waren ungefähr 20 Liter. Damit saugt die sich schon mal mit Nährstoffen und Mikroorganismen voll. Wenn ich die jetzt einfach so reingeben würde, also nicht aktiviert mit irgendwas, dann wird die sich erstmal vom Boden das alles raussaugen. Das heißt, das kann dann eure Pflanzen dann eher schädigen, anstatt dass die dann zuerst den guten Effekt hat, was eigentlich die Pflanzenkohle im Nachhinein bewerkstelligen soll. Die wird natürlich auch die Wasserspeicherfähigkeit erhöhen. Das ist auch eine super Sache. Vor allem jetzt auch bei den ganzen warmen Sommer, die wir die letzten Jahre hatten. Und sonst nutze ich die Pflanzenkohle auch für meinen eigenen Bokashi. Also ich fermentiere das, da saugt die sich auch ordentlich voll. Und dann kommt alles in den Boden rein, weil die dann aktiviert ist und dann wird sie eure Pflanze nicht schaden. Also so seine eigene Pflanzenkohle herstellen ist aber auch eine super feine Sache. Am Feuer mit Freunden, Bekannten erstmal sitzen, die Wärme genießen und dann letztlich etwas Gutes für seine Pflanzen machen. Jetzt möchte ich euch noch hier ein paar Neuigkeiten im Schrebergarten bzw. im Naturgarten zeigen. Hier ist ganz schön viel Schnee, aber ich glaube vor 2 Wochen habe ich hier am Rand
Brennnessel rausgerissen, also ganzen Schrebergarten lang. Hier überall entlang an den Rändern ist Brennnessel rein, auch da hinten bei den Hochbeeten war Brennnessel. Und hier kann man es ein bisschen sehen, da habe ich es nochmal abgemulcht. Hier überall sind da Brennnessel gewachsen und die habe ich da beisammen mit Wurzeln rausgerissen und das war eine Heidenarbeit. Das habe ich auch bei minus 2 Grad auch gemacht, 3-4 Stunden lang, am Wochenende durch, auch Sonntag. Und ich weiß, dass jetzt einige sagen würden, ja, Brennnessel kann man noch essen, kann man wie Spinat zubereiten, ist, keine Ahnung, nährstoffreicher als Kopfsalat oder sonst irgendwas. Ja, ich weiß, dass man den essen kann. Ja, ich weiß, dass der auch gesundheitliche Auswirkungen bei manchen Menschen haben kann. Ich kenne auch die ganzen Hintergründe dahinter. Nur ist es so, dass es hier so viel Brennnessel mit den ganzen Wurzeln, die unterdrücken mir erstmal andere Kulturen, die ich anbauen möchte, weil so viel Brennnessel möchte ich gar nicht essen. Und der vermehrt sich ohne Ende mit den Wurzeln. Und das andere ist, mein Körper ist schon so weit mit der Reinigung und der Rohkost, der sagt mir schon ganz genau, dass er keine Brennnessel mehr essen möchte, weil das viel zu bitter ist. Und diese Nesselhaare, früher ja, vor 3-4 Jahren ging es noch, jetzt überhaupt nicht mehr so. Da graust es mir schon vor Brennnessel, deswegen habe ich es jetzt hier einfach rausgerissen. Soll aber jeder selbst für sich entscheiden. Und sonst gehen wir dann noch zu den Hochbeeten, denn da habe ich jetzt auch noch mal aufgefüllt, mein Maulbeerbaum. Ist recht lustig, also habe ich ja mal erzählt, dass der Maulbeerbaum, die Äste, die kann man biegen, sind sehr elastisch, finde ich sehr cool. Könnte man an einem Zaun als Spalier ranmachen oder an anderen Pflanzen so umbiegen. Das ist recht cool. Das ist ein super Baum, wie ich finde. Und sonst hier habe ich jetzt auch ein paar Tannenäste genommen oder Fichtenäste und habe hier auch die Komposterde von den Kompostwerken genommen. So schaut die jetzt ungefähr aus. Schön bröselig habe ich als Mulch. Habe aber jetzt noch das Laub mitgenommen von zu Hause bei mir. Ich werde das jetzt hier noch ein bisschen auslegen zum Mulchen und die beiden Nadelbaumäste, die werde ich jetzt hier noch mal als Mulch nehmen, weil hier habe ich noch mal meine Waldheidelbeeren und hier habe ich noch, hier kann man die sehen, das sind sibirische Johannisbeere da, die werde ich jetzt auch noch mal ein bisschen mulchen, weil die halt ein bisschen mehr saure, haltigen Boden mögen und wenn ich schon die Möglichkeit habe, dann mulche ich halt auch damit. Was ich jetzt auch noch machen werde, ist, solche Kübel zu füllen mit organischem Material und Erde mache ich einfach aus dem Grund, dass ich einfach ja, verschiedene Kulturpflanzen auch in solchen Kübeln anbauen möchte, weil mir natürlich die Fläche fehlt, beziehungsweise ich ja die Fläche abgeben musste und das möchte ich jetzt ein bisschen kompensieren, indem ich jetzt ein paar Kulturpflanzen auch hier in solchen Kübeln anbaue. Und der Grund, warum ich jetzt schon so früh damit anfange, ist, dass ich schon im Februar, also in gut 2 Wochen, können die dicken Bohnen in die Erde reingesteckt werden. Und ich möchte die halt gerne in solchen Kübel auch anbauen. Ein paar werde ich auch in Hochbeeten stecken. Wie ich die jetzt füllen werde, ist, dass ich zuerst Holzhäcksel unten reinlegen werde und ein bisschen Sägespäne, damit das Wasser auch aufgefangen wird. Dann ein bisschen Laub, vielleicht noch Bokashi mit rein, dann den Kompost, den ich von den Kompostwerken habe und auch einen eigenen halbverrotteten Kompost von mir, vom Berkeley Kompost und dann werde ich oben nochmal eine gute Laubschicht drauflegen. So werde ich die jetzt ein bisschen ja, schichten und da könnt ihr auch gerne dabei sein.